Ey, das sind die Top 4 wichtigsten Talismänner für den Elden Ring DLC. Passen in fast jede Build und solltest du unbedingt immer auf Tasche haben. Viertens, Arsenal des großen Gefäß. Der sogenannte Havelring ist seit Dark Souls 1 Peak. Damit sparst du haufenweise Ausdauerpunkte, um schwere Waffen und Rüstung zu tragen. Bekommst diesen Talisman durchs Bestehen der Prüfungen des großen Gefäßes vorm Caelid-Kolosseum. Sofern man nicht allzu schwere Ausrüstung hat, ist Gunst des Erdenbaums plus 2 die bessere Option. Drittens, Prothese von Millicent. Plus 5 Geschicklichkeit und Folgeangriffe werden pro Treffer im Schaden verstärkt. Kann mit diesen zwei Talismännern kombiniert werden, die den gleichen Effekt besitzen, abgesehen von der Dex-Erhöhung sowie diese Kristallträne. Bekommst du in der Millicent Questline, wenn du dich gegen sie entscheidest. Vor allem auf schnellen Doppelwaffen wahnsinnig stark und wenn die Kriegsasche viele Treffersequenzen hat. Zweitens, Drachen Großschild. Reduziert enorm den erlittenen Schaden von physischen Angriffen. Im Endgame und DLC werden einige Bosse dabei sein, deren Attacken einschlagen wie Kometen. Bekommst du im Harlek-Baum kurz vor Malenia Bossfight bei den Shrimps. Wenn der Boss nur Elementarschaden macht, stattdessen diesen Talisman nehmen oder das spezifische Element. Erstens, Scherbe von Alex. Weil viele Waffenskills in Elden Ring so überpowered sind, nennen viele das Spiel L2-Spam. Und dieser Talisman verstärkt den Damage davon nochmal um satte 15%. Erhältst du von Alexander am Ende seiner Questline in Farum Azula. Als reiner Magier nimmt man eher diese Talismänner mit, je nach Zauberart. Dein Lieblingstalisman?